So, herzlich willkommen zur letzten Session, diesem Track. Wir haben keine neue Exchange-Version bekommen, ich habe sonst nicht viel zu erzählen, also komme ich jetzt mit ein paar Dingen, die ich einfach so in letzter Zeit oder auch über die letzten Jahre mir immer wieder begegnet sind. Wir sind IT-Dienstleister, also sprich unsere Kunden haben in der Regel eigene Informatik-Leute und die sind ja alle auch nicht aus Gummi, oder? Aber ja, also in letzter Zeit merkt man halt viel, also Exchange wird immer mehr ein bisschen zum verwaisten Thema, obwohl ja die ganze Mailerei in den Firmen immer wichtiger wird. Hat natürlich auch zu tun, dass sehr viele so langsam Richtung Cloud gehen, das ist auch, muss jeder selber wissen, macht in gewissen Teilen Sinn, in gewissen weniger. Ich denke, soll euch mal da so eine Übersicht geben, was mir so begegnet, bei Leuten, die eigentlich mit Informatik sich auskennen und eben dann halt jemand suchen, der auf Exchange sich spezialisiert hat. Zuerst einmal ein paar Key Facts, die einfach immer wieder mal so für ein bisschen Verwirrung sorgen. Grundsätzlich kann man mal eins sagen, 99% der ganzen Exchange-Konfiguration steht im AD. Also wenn ihr eine Sicherung eures ADs habt, dann habt ihr eigentlich auch eine Sicherung der Konfiguration eurer Exchange-Organisation. 99% steht da, weil wenn ich jetzt auf meinen Exchange-Server die Authentifizierung zum Beispiel für OAuth oder ActiveSync angepasst habe, das macht man auch sehr oft, weil in der Regel der Zugriff von extern auf eure Exchange-Umgebung über einen Reverse-Proxy passiert. Da muss ja nicht der Reverse-Proxy ein Formular präsentieren und der Exchange nochmal ein Formular präsentieren. Das sind Dinge, die sind wirklich nur auf den Exchange-Servern drauf. Also das ist noch das 1%, was ihr nicht in der AD findet. Aber jede DB, die ihr stellt, gibt entsprechend im AD einen Eintrag und ihr könnt auch eine ganze DB ohne Probleme mit ADS-Edit einfach löschen. Physisch ist sie noch da, aber Exchange kennt sie nicht mehr. Nächster Punkt, was oft für Verwirrung sorgt, ist, Exchange ist eine AD-Forest-Applikation. Es gibt in einem AD-Forest immer nur eine Exchange-Organisation. Egal wie viele Domänen ihr in diesem Forest habt. Glücklicherweise sind neuere Umgebungen meistens Single-Domain-Forests, aber es kann natürlich vorkommen, dass wir vielleicht geschichtlich oder auf organisatorischen Gründen verschiedene Domänen in eurem AD-Forest vorhanden sind. Und ihr könnt also nicht Exchange für Domäne b.item.ca und a.item.ca installieren und denken, die haben nichts miteinander zu tun. Es gibt immer nur eine Exchange-Organisation und wenn die einen etwas ändern, merken das die anderen. Zumindest wenn es um Organisationskonfiguration geht, wie Mailfluss und solche Geschichten. Und es gibt immer nur eine Exchange-Organisation pro Forest. Exchange-Organisation, einfach noch kurz gesagt, ob das ein Exchange-Server oder mehrere sind, wenn in einem Forest Exchange installiert wird, spricht man von einer Exchange-Organisation. Das nächste, was ich auch sehr viel sehe, da meldet sich jemand und sagt, ich komme nicht auf den Exchange, warum? Sag ich, ja, hast keine Rechte. Ich bin Domain-Admin. Nützt nichts. Natürlich nützt es schon in der AD, aber auf Exchange. Exchange hat eigene Berechtigungen. Natürlich sind im Hintergrund auch irgendwelche Sicherheitsgruppen da, die schlussendlich dann dafür sorgen, aber wir haben es auch schon gehört vorher in der Session von André. Exchange gibt es diese Berechtigungsmethode RBAC, Role-Based Access Control. Da kann ich im Exchange selbst sehr granular irgendwelchen Personen Rechte geben. Im Hintergrund sind es natürlich dann diverse Gruppen, wo dann entsprechend verschachtelt, eure User verschachtelt wird. Das nächste, wenn wir schon mal bei AD sind, wenn ihr jetzt ihr habt ein AD-Forest mit nur einer Domäne drin
Aber ihr habt trotzdem Standorte. Dann habt ihr hoffentlich diese Standorte entsprechend in eurem Forest abgebildet. AD-Sites erstellt, die Subnetze diesen AD-Sites zugewiesen. Und jetzt macht es ja auch Sinn, wenn ihr verschiedene Standorte habt, wenn ihr und mehrere Exchange-Server in eurer Exchange-Organisation betreibt, dass ihr die Server auf AD, auf Standorte verteilt. Man kann dann relativ einfach einen ganzen Ausfall eines ganzen Standorts, also eines ganzen Rechenzenters abfangen, wenn alles richtig konfiguriert ist. Das heißt, irgendwo geht ein RZ down, Stromausfall, Internetausfall, was auch immer. Wenn ihr es richtig gemacht habt und irgendwo in einer anderen AD-Site auch noch Exchange-Server habt, dann merkt das eigentlich niemand. Die Problematik, was da oft entsteht, ist, ich konfiguriere in der einen AD-Site, mache ich irgendeine Anpassung am Exchange, dann gehe ich auf einen Exchange-Server in der anderen AD-Site und sehe diese Anpassung nicht. Ganz einfach, wir haben gesehen, die Config steht im AD. Und von AD-Site zu AD-Site haben wir eine Replikationszeit von standardmäßig 15 Minuten. Also kann es gut sein, dass dann erst nach 15 Minuten oder im schlechtesten Fall, wenn es keinen direkten AD-Site-Link gibt, sogar noch länger geht, bis diese Änderung, die ihr in der einen AD-Site gemacht habt, in der anderen AD-Site sichtbar wird. Das Schöne ist, ihr könnt diese Replikationszeit anpassen. Über ADS-Edit könnt ihr euch durchhangeln. Moment. Ihr verbindet euch mit eurer Konfigurationspartition, eurer AD. Dann unter Sites seht ihr die ganzen Sites, die ihr habt, und irgendwo gibt es dann den Standardordner Inter-Site Transports. Darunter gibt es noch wieder ein Verzeichnis IP, und dort drin findet ihr eigentlich die ganzen Site-Links, also die Verbindungen eurer AD-Sites, und da wird geregelt, wie diese miteinander replizieren sollen. Wenn ihr nun die Eigenschaften eines solchen Site-Link öffnet, dann gibt es dort ein Attribut, das heißt Options. Sehr vielsprechend, okay. Vielleicht nicht gerade, aber wenn man es dann weiß. Dieses Attribut ist standardmäßig nicht befüllt. Also wenn ihr jetzt da in die Attribute geht und ihr habt angezeigt, nur befüllte Anzeigen, dann seht ihr das nicht. Einfach so als Nebeninfo. In dieses Option-Feld schreibt ihr einfach eine 1 rein, und das bedeutet, dass ab jetzt jegliche Änderungen sofort repliziert werden. Und nicht erst nach 15 Minuten. Und das ist halt sehr praktisch, wenn ihr eben Exchange-Server in verschiedenen AD-Sites stehen habt. Wir hatten ja das mit diesen 15 Minuten, das ist halt von früher her, da hat man zum Teil sehr langsame WAN-Verbindungen gehabt zwischen diesen Standorten. Da hat man halt geschaut, dass nicht zu viele Daten fließen. Heute ist das in der Regel kein Problem mehr. Dann könnt ihr ohne Probleme sagen, jegliche Änderung sofort beim Speichern auch in die andere AD-Site replizieren. Vielleicht noch, wenn wir schon von AD-Sites und Subnets und so sprechen, also wirklich nützen tut das Ganze natürlich nur, wenn ihr eure Subnets auch den AD-Sites zugewiesen habt. Denn das Problem bei Subnetzzuweisung: nur wenn ich im AD für alle meine Standorte auch wirklich AD-Sites erstellt habe und diese verschiedenen Subnetze haben und ich diese Subnetze auch entsprechend zuweise, kann der Client oder auch der Exchange-Server überhaupt mal feststellen, in welcher AD-Site bin ich. Und das befähigt dann auch den Client festzustellen, was ist mein nächster Domain-Controller und was ist mein nächster Exchange-Server. Wir hatten mal, also ein Kunde von uns hat irgendwann mal beschlossen, Wireless LAN einzuführen. Hatten noch kein WLAN und haben auch sehr viele Standorte wirklich weltweit verteilt.
haben dann einen großen WLAN-Controller angeschafft und haben sich gesagt, okay, das Ding ist sehr teuer, wir kaufen einen und managen alle WLANs an allen Standorten, ob jetzt die USA, Schweiz, Indien, wo auch immer. Das Problem war jetzt nun, dieser WLAN-Controller konnte nur ein Subnetz handeln. Und nun die Folge ist, irgendwo in Indien packt jemand seinen Laptop aus, verbindet sich nicht mit Kabel, sondern mit WLAN, hat sein Client das Gefühl, er steht in der Schweiz, neben der ganzen Serverfarm. Sehr schlau gemacht. Dann müsst ihr dort auch keine Domain-Controller mehr haben. Manchmal ist es so, dass man Exchange-Server irgendwo näher platziert. Also dieser Kunde hat auch dann in den USA Exchange-Server platziert, damit die kürzere Zugriffszeiten haben. Wenn in den USA jetzt jemand mit WLAN verbunden ist, nützt das nichts. Dann geht er immer über die Schweiz. Nicht sehr schlau. Gut. Sonst noch eine kleine Geschichte über AD und Exchange. Wir haben das festgestellt so bei unseren Cross-Forest Migrations. Das ist halt ein bisschen komplizierter, man muss dann sehr viel mit Scripts lösen, weil die Microsoft-Tools, die wir da zur Verfügung haben, um so ganze Exchange-Organisationen in einen anderen Forest rein zu migrieren, sind ein bisschen buggy. Da haben wir sehr viel eigene Scripts geschrieben. Und dabei haben wir etwas Lustiges festgestellt. Es gibt ein Attribut auf einem User, das Attribut heißt Mail-Nickname. Eigentlich im Exchange wird das angezeigt als Alias. Wenn ihr jetzt dieses Attribut im AD befüllt, obwohl dieser Benutzer gar kein Postfach hat, das Attribut darüber, Mail, das könnt ihr problemlos befüllen, das überschreibt Exchange, wenn er es braucht, wenn ihr für diesen User ein Postfach macht. Aber wenn ihr, ohne dass er ein Postfach hat, im Mail-Nickname eine E-Mail-Adresse eintragt, dann hat das zur Folge, dass ihr plötzlich diesen User, obwohl ihr nie ein Postfach oder ein Mail-User oder sonst was gemacht habt für den im Exchange erscheint. Wie ihr vielleicht schon sehen könnt, die letzte Spalte, da ist irgendetwas nicht so sauber. Wenn ihr dann die Eigenschaften eines solchen Users im Exchange anschauen wollt, dann wird euch auch prompt gesagt, was denn das Problem ist. Er wird als Mail-User dargestellt. Ein Mail-User hat eine interne Adresse und eine Weiterleitungsadresse. Und es fehlt schlichtweg die Weiterleitungsadresse. Auch ganz viel anderes fehlt noch, abgesehen davon. Also auch wenn ihr jetzt eine externe Adresse eintragt, das nützt noch nicht viel, oder? Er braucht sonst noch ein paar Exchange-Attribute. Gut, soviel mal Exchange AD. Wenn man sich mit Exchange Troubleshooting beschäftigt, ich finde es ist sehr wichtig, dass man mal sieht, es gibt verschiedene Bereiche im Exchange. Und man muss sich immer dann vor Augen zuerst mal klassifizieren, um welchen Typ von Problem handelt es sich denn. Die häufigsten Probleme, die wir haben, sind irgendwelche Benutzerzugriffsprobleme. Exchange-Server laufen, sie bekommen Mails, sie können Mails versenden, aber die Benutzer kommen nicht auf ihr Postfach. Dann eben der zweite Teil, etwas seltener, dass da Mailflussprobleme gibt. Wobei es kommt jetzt auch immer mehr, wie wir gesehen haben, es gibt da immer mehr Technologien, wenn die nicht richtig konfiguriert sind, dann habt ihr auch sehr schnell Probleme mit Mailfluss. Und dann gibt es sonst noch den Hauptbereich, wo man auch Probleme haben kann, das ist die Datensicherung. Also da, wo wirklich Daten der Postfächer gespeichert sind, sprich die Exchange-Datenbanken. Schauen wir mal so Dinge an, die mit Benutzerzugriff zu tun haben. Wir hatten auch einen Fall, da hatten wir bei einem Kunden, kam die Meldung, wir haben Leute, die bekommen Login-Pop-Ups im Outlook. Aber nur sehr entfernte Standorte. Zuerst hat es begonnen mit Indien und so weiter. Dann
Grundsätzlich kann man mal sagen, Login-Pop-Ups im Outlook, also wenn ich da eine Meldung von einem Kunden bekomme, das liebe ich sehr, weil da gibt es Millionen Gründe dafür. Grundsätzlich, das Hauptproblem ist meistens Outlook selbst. Das sollte mal endlich neu gemacht werden. Das ist jetzt was, wo ich sage, das sollte mal neu schreiben. Das zweite ist, Outlook speichert seine Passwörter in den Anmeldeinformationen. Früher war das ein besserer Name, das hat nämlich früher Windows Vault geheißen. Und dieses Zusammenspiel, das gibt oft Probleme. Vor allem, wenn ihr dann noch von der gleichen Domäne mehrere Postfächer in eurem Outlook habt. Da war jetzt aber nicht das Problem mit Outlook oder mit diesem Vault, sondern es war ja klar, nur gewisse Standorte haben dieses Problem. Und vor allem eben so entfernte Standorte. Wir haben dann sehr lange gesucht, weil grundsätzlich muss man ja sagen, alle können sich anmelden, niemand hat Pop-ups und einfach irgendwo ein, zwei Standorte, die bekommen immer wieder diese Anmelde-Pop-ups. Also kann man mal davon ausgehen, okay, Exchange selbst wird wohl richtig arbeiten. Sonst hätten ja die anderen auch Probleme. Es war auch nicht wirklich das Problem von Exchange, sondern das Problem war, nach mehreren Wochen suchen, wir hatten auch einen Microsoft Support Case offen, aber leider haben sie nichts gefunden, wir mussten das Problem dann selber herausfinden. Die Login-Pop-Ups wurden aufgrund von Netzwerkgeräten unterwegs bis zu diesem Standort wurden die produziert. Das Problem ist, Netzwerkgeräte, das sind Router, Firewalls und so weiter, die haben in der Regel ein Idle Session Timeout. Wenn eine Session offen ist auf so einem Gerät und da laufen mehr als 20 Minuten keine Pakete mehr drüber, dann macht der Firewall oder der Router die Session zu. Und wenn jetzt nächstes Mal der Benutzer Outlook reingeht und irgendeine Mail schreibt oder ein neues Mail ankommt und das sollte ihm jetzt mitgeteilt werden, also seinem Outlook, dann kommt es eben dann zu einer neuen Session. Und aufgrund der neuen Session muss man sich nochmal anmelden. Was kann man tun? Man kann Exchange einfach mitteilen, sobald du feststellst, dass irgendwo eine offene Session ist, die mehr als eine gewisse Zeit keine Pakete mehr geflossen sind, dann schicke einfach mal ein Paket dorthin. Und so geht der Zähler auf dem Netzwerkgerät wieder auf Null. Das ganze Spiel kann man machen in der Registry. Ihr müsst das einfach auf allen Exchange-Server machen, wenn ihr mehrere habt. Unter diesem Pfad in der Registry macht ihr einen neuen D-Word mit dem Namen Keep Alive und dem Wert 900.000. Mehr oder weniger ist auch möglich. 900.000 ist einfach, Microsoft sagt, wir sollen nicht höher als 900.000 gehen. Die Angabe ist in Millisekunden. 900.000 Millisekunden sind 15 Minuten. Die meisten Netzwerkgeräte haben einen Idle Session Timeout von 20 Minuten, also okay. Wenn ihr immer noch Probleme habt, könnt ihr natürlich auch hingehen und sagen, okay, das sind jetzt halt 800.000 Millisekunden. Geht auch, ist nicht so tragisch. Wenn ihr eine sehr große Exchange-Organisation betreibt, gibt es auch noch ein Skript, wo ihr diesen Registry-Eintrag auf allen euren Exchange-Servern setzen könnt. Nächstes Problem ist, kann man schon sagen, geht in Richtung Mail-Zustellung. Das ist auch so ein Thema. Eben, habe schon gesagt, ich bin nicht mehr so wirklich Fan von Outlook. Da gibt es ein paar Sachen, die sollte man mal langsam anpassen. Ein Thema ist eben diesen Autovervollständigungs-Cache in Outlook. Outlook merkt sich E-Mail-Adressen von Empfängern, an die ich schon mal eine Mail gesendet habe. Wenn ich eine neue Mail öffne, ich schreibe die ersten zwei Buchstaben oder so, dann bekomme ich Vorschläge. Da
Das ist dieser Autovervollständigungs-Cache. Das Ganze sieht dann so aus. Muss nur noch Enter drücken und dann wird das übernommen, was jetzt da unten als Auswahl angezeigt wird. Einige User nennen das auch ihr Adressbuch. Ist nicht so. Das ist wie jemand, den ich kenne, der noch nicht mehr ganz so jung ist, hat auch mal mir gesagt, kannst du mir mal schnell auf den PC schauen, ich habe da ein Problem. Meine Favoriten sind weg im IE. Dann habe ich gesagt, ja, zeig mal, oder? Dann hat er den IE geöffnet und hat da oben auf das Dreieck bei der Adresszeile geklickt, in dieses Dropdown. Dann habe ich gesagt, das sind keine Favoriten da drin, das ist ein Cache. Es hat lange funktioniert, weil er nur immer die gleichen 4-5 Adressen benutzt hat. Irgendwann war dann doch etwas weg. Ähnlich ist es mit diesem Nickname Cache, das ist kein Adressbuch, das ist einfach so. Und das ist auch statisch, sprich, also der Outlook merkt sich das einmal und passt das nachher auch nicht mehr an. Das Problem dabei ist, Outlook merkt sich, zumindest für interne Benutzer, nicht die SMTP-Adresse in diesem Cache. Was sich dieser Cache merkt, ist der Legacy Exchange DN. Ändert sich dieser Legacy Exchange DN, dann funktioniert die Zustellung nicht mehr. Das Resultat ist dann, ihr bekommt Fehlermeldungen wie das. Und der wichtige Punkt hier ist dieses IMCEAEEX. Sobald ihr das seht, oder auch oben, seht ihr dort 550 Exchange Recipient not found. Also er hat den Empfänger nicht gefunden. Die SMTP-Adresse hat sich nicht geändert, aber der Legacy Exchange hat sich geändert. Legacy Exchange, die N hat sich geändert, der Cache hat sich nicht angepasst, die Zustellung schlägt fehl. Zuerst kann man sich mal fragen, wann ändert sich denn so ein Legacy Exchange DN? Wenn ihr eben Cross-Forest Migration macht, dann ist er anders, dann gibt es nichts anderes. Wir haben dann ein Skript gemacht, liest auf der alten Seite Legacy Exchange DN aus und macht eine X500er Adresse auf der neuen Seite. Aber wir haben auch Kunden, wenn die Probleme mit Postfächer haben, dann haben sie so einen Ablauf, es gibt ein paar Dinge, die sie probieren und wenn das irgendwann nicht fruchtet und das Problem immer noch besteht, gehen sie hin, löschen, exportieren den Inhalt des Postfaches, löschen es, erstellen ein neues und importieren die Daten wieder. Legacy Exchange, die einen wird sich ändern. Die ganze Cache-Geschichte, alle, die diesen Benutzer, der jetzt ein neues Postfach hat, schreiben wollen, bekommen so eine Fehlermeldung und Unzustellbarkeitsmeldung. Es kann aber auch sein, wenn ein Kontakt neu erstellt wird. Ich habe vorher gesagt, es sind die internen Benutzer, wo sich dieser Cache, den Legacy Exchange DN, merkt. Wenn ich jetzt aber einen Kontakt habe in meiner Exchange-Organisation für einen externen Benutzer, dann merkt sich dieser Cache den Legacy Exchange des Kontaktes und auch nicht die SMTP-Adresse des externen Benutzers, des externen Empfängers. Also auch Kontakte kann genau das Gleiche produzieren. Vielleicht kann man sich jetzt auch noch fragen, warum verwendet denn Outlook den Legacy Exchange DN? Tja, grundsätzlich findet ihr die Lösung schon im Namen. Legacy, alt, vergangen. Legacy Exchange DN kommt von Exchange 5.5 her. Das Attribut hat dort noch anders geheißen, aber seither gibt es, dann wurde irgendwann der Name geändert. Grundsätzlich weiß niemand, für was man das braucht, außer für diesen komischen Cache. Okay. Und eben externe Empfänger sind eigentlich nicht betroffen, solange kein Kontakt besteht. Was kann man tun? Eine Lösung ist, der Benutzer löscht den Eintrag aus seinem Cache.
Geht recht simpel, da hat es ein X daneben. Draufklicken, Eintrag weg. Wenn ihr nun die Adresse wieder reinschreibt, wird nicht automatisch vervollständigt, aber wenn ihr dann irgendwann den Eintrag im Adressbuch, im Global Adressbuch findet, dann merkt er sich das wieder neu. Und dann stimmt der Cache auch wieder bis zum nächsten Anpassen. Weitere Option, ihr könnt den ganzen Cache löschen. Eben, das haben die User meistens nicht so gerne, weil das ist ihr Adressbuch. Mögen sie nicht so. Das wäre dann in den Outlook-Optionen, könnt ihr da den ganzen Cache löschen. Ihr könnt auch den ganzen Cache löschen mit einem entsprechenden Outlook-Startparameter, indem ihr nämlich outlook.exe/clean-autocomplete-cache so Outlook startet, dann löscht es auch den ganzen Cache. Das erste ist ja noch vielleicht machbar, da müsst ihr aber eure User informieren, wie das geht. Das zweite wollen die User in der Regel nicht. Was gibt es sonst noch? Ihr könnt eben hingehen und aus dieser Fehlermeldung, die ihr bekommen habt, diesen IMCAX-Wert auslesen, euch den holen und dann macht ihr eine X500er-Adresse daraus und konfiguriert diese X500er-Adresse dem Postfach, welches das Mail erhalten hätte sollen. Vielleicht auch da mal die Verwirrung, was machen diese X500er-Adressen überhaupt? Braucht man die oder nicht? Oder? Ja, wir brauchen sie für den Outlook-Cache. Also wenn ihr die loswerden wollt, dann löscht ihr alle flächendeckend und löscht allen den Cache. Und dann geht ihr 2 Wochen in die Ferien, bis sich alles wieder beruhigt hat. Also, wie geht jetzt das? IMEX in eine X500er-Adresse umwandeln. Das ist relativ simpel. Ihr ersetzt einfach Underlines mit Slashes, plus 20 mit Leerzeichen, plus 28 mit öffnenden Klammern, plus 29 mit schließenden Klammern, entfernt IMEX und am Schluss alles, was Add und was dahinter ist. Simpel, oder? Also, das ist der IMEX-Wert oben und das ist am Schluss den Wert, den ich als X500 reintragen kann. Kein Problem, oder? Tja. Es geht auch einfacher. Solche Dinge macht man per Skript. Gibt es nette Menschen, die haben diesen Skript geschrieben. Wir haben diesen nicht selber gemacht. Findet ihr einfach im Internet. Ich habe aber auch den Link drin. Da haben wir einfach diese Replacements drin. Jetzt gehe ich hin, hole mir diesen Wert. Ihr müsst noch ein bisschen aufpassen, in HTML-Mails ist es zum Teil ein bisschen komisch, dass ihr da dann nicht da jetzt zwischen Bindestrich und Null, wenn das irgendwie dann im HTML als Leerzeichen aufgelöst wurde, oder, dann müsst ihr da noch etwas aufpassen. Meistens passt das recht einfach, ihr könnt diesen Wert hinauskopieren und packt ihn mal in die Variable IMCAX-String in die Variable darüber. Gebt ihr den Alias oder den Namen des Postfaches ein, der diese X500er-Adresse erhalten soll. Dann lässt ihr das ganze Skript rennen. Vielleicht, wenn wir jetzt da auf Zeile 30 schauen, Set Mailbox, das bedeutet, ihr müsst diesen Skript in der Exchange PowerShell laufen lassen. Nur dann habt ihr die Exchange CMDLets. Oder ihr ladet sie vorher, das ist natürlich auch möglich. Und wenn ihr diesen Script dann absetzt, wird alles replaced und direkt beim Benutzer diese X500er-Adresse eingetragen. Dann sagt ihr dem User, der euch gesagt hat, ich habe da eine Fehlermail bekommen, Mail nochmal schicken, gut ist. Dann wird es auch funktionieren. Eben diesen Script könnt ihr da, Frankie's Web, wer oft mit Exchange zu tun hat, kennt diese Webseite sicher, könnt ihr euch dort herunterladen. Noch eine kleine Anekdote über Exchange. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gesagt habt. Es gibt also in den Administrativ Groups, da wo seit Exchange 2007 alle Exchange-Server
hineingepackt werden und so, gibt es so eine lustige Zeichenfolge, hier fett dargestellt. Ihr seht es auch, wenn ihr mit ADS Edit mal schauen geht, euch durchhangelt, Services, Microsoft Exchange, Name eurer Exchange-Organisation, Administrative Groups, da gibt es Exchange, Administrative Groups und dann so eine komische Zeichenfolge dahinter. Was soll denn das bedeuten? Zuerst dachte ich, es ist random. Aber nein, es ist überall gleich. Okay, unten den Wert, oben Adresse, Alphabet. Ihr schaut euch, wo das F ist, geht einen Buchstaben zurück, setzt den Buchstaben darunter. Macht das ganze Spiel durch. Ihr könnt schon langsam erahnen, da war einfach einem Programmierer langweilig. Exchange 2012 war Exchange 2007. Das ist das ganze Spiel hinter diesem komischen String da oben. Einfach so als kleine Auflockerung. Okay, Probleme, die oft auch sonst noch vorkommen. Ressourcenauslastung und Transportdienst. Also irgendwann plötzlich mailt euer Exchange-Server nicht mehr. Exchange überwacht sich sehr stark selber. Das hat so, ja, vor allem mit Exchange 13 hat das angefangen, also schon vorher hat natürlich, Exchange 2010 hat das auch schon gemacht, einfach sehr viel weniger. Man merkt auch, diese ganzen Überwachungen und Logging, also wir haben Kunden, die haben mittlerweile Exchange-Server mit 350 oder 400 Giga großen Cs. Weil da Logs geschrieben werden, wie wahnsinnig. Ja. Aber die Logs machen schon auch meistens Sinn. Das ganze Spiel mit diesen Selbstüberwachen nennt man Backpressure. Und Backpressure bedeutet nichts anderes, als wenn Exchange feststellt, dass irgendwo eine Ressource knapp wird, dann hat er Möglichkeiten, dann einzelne Services herunterzubremsen. Also gerade wenn wenig Speicherplatz vorhanden ist oder so, dann nimmt irgendwann Exchange keine Mails mehr an. Das Ganze ist natürlich, die Idee ist, einer vollständigen Überlast entgegenzuwirken. Grundsätzlich kann man das so sagen, also häufige Probleme sind, dass einfach die Logplatte eines Exchange-Servers vollläuft. Exchange hat Datenbanken, Datenbanken funktionieren mit Transaction-Logs. Zuerst werden alle Änderungen ins Transaction-Log geschrieben und erst dann in die Datenbank. Und wenn jetzt irgendwann die ganze Zeit geschehen Veränderungen auf der Datenbank und jetzt kann kein Transaction-Log mehr geschrieben werden, dann knallt es irgendwann und das Resultat ist eine korrupte Datenbank. Und darum gibt es dieses Backpressure, das Exchange. Irgendwann sagt, ich nehme gar keine Mails mehr an, bevor meine Logplatte vollläuft. Logplatte ist nur ein Beispiel und ich habe das als Beispiel gewählt, weil das ist das mit den meisten Auswirkungen. Weil wenn ihr eine korrupte Datenbank habt, eine DB-Reparatur von einer DB, wo die um 100 Gig ist, dauert 8 bis 12 Stunden. Und in dieser Zeit seid ihr dann offline oder die Postfächer, die in dieser DB lagen. Ja. Also welche Faktoren sind wichtig bei Backpressure? Der vorhandene freie Speicherplatz auf den Laufwerken, wo die Warteschlange ist, also die Mail Queue, in der Regel C. Und er schaut sich auch an die Laufwerke, wo die Datenbanken und die Logfiles liegen. Dann schaut er, gibt es auch einen Grenzwert für die maximale Anzahl, die in der Mail Queue sein darf, bevor er dann irgendwann runterbremst. Und wenn sich die Logfiles anfangen anzusammeln, eben wie ich gesagt habe, alle Veränderungen kommen ins Logfile und dann schreibt der Server die Daten des Logfiles in die Datenbank erst rein. Und wenn jetzt da ein Stau passiert, also es gibt immer mehr Logfiles und aufgrund von schlechter Performance, langen Latenzzeiten, Zugriffszeiten auf die Disk oder so, schafft er es nicht mehr, die Logfiles in die Datenbank zu schreiben. Dann beginnt er auch irgendwann an, das Ganze runterzubremsen und sagt, okay, ich nehme gar keine Mails mehr an.
Wenn die REM-Auslastung zu hoch wird, ist auch so ein Thema. Oder die allgemeine Auslastung des ganzen Servers. Es gibt da verschiedene Eskalationsstufen. Normal ist, ja klar, normal, alles läuft wie es soll. Mittel, es sind gewisse ressourcenmäßig ausgelastet. Meistens hatten das die Auswirkung, dass keine Mails von extern mehr angenommen werden. Aus meiner Sicht wäre es besser umgekehrt, weil wenn intern nicht mehr gemailt werden kann, dann kann man irgendwann miteinander sprechen. Aber bis ich merke, dass von extern keine Mails mehr reinkommen, das dauert länger. Weil meistens ist es so, dass mir nicht jemand eine Mail schickt und dann anruft und fragt, ist es angekommen. Sonst hätte er ja gerade das Zeug, das er mir sagen will, am Telefon sagen können. Aber man stellt es meistens dann fest. Oder man hat halt eine Überwachung und merkt, dass da keine Mails mehr reinkommen. Und dann geht es noch hoch. Die Ressource ist auf Überlast, Transportservice wird gestoppt. Wie erkennt man eine Überlast? Ganz einfach, PowerShell, dieser Befehl, sehr simpel und einfach, oder? Gibt das Resultat, die zwei Striche sollen signalisieren, da gibt es noch etwa 20 solche Blöcke dazu. Da seht ihr, Current Resource Use Low, alles gut. Ist natürlich nicht Handy für eine Überwachung. Ihr könnt es einfach so mal nachschauen gehen. Andere Optionen. Ich überwache die Nachrichten in der Warteschlange. Zum einen kann ich auch mit PowerShell einfach so schauen gehen. Dann sehe ich auch dort, ob da Mails in der Warteschlange sich aufzählen. Oder ich verwende eben ein Exchange-kompatibles Monitoring-Tool, welches mir eine Meldung ausgibt, wenn die Mail-Queue sich anfängt aufzubauen. Was man auch tun kann, ist natürlich die Überwachung des freien Speicherplatzes. Das ist auch natürlich schlau, wenn man das mit Monitoring macht, aber das sollte man sowieso tun. Denn eben also Exchange, welche volllaufende Platten haben, geben sehr große Probleme. Vor allem eben so Reparaturen von Datenbanken, das geht eine kleine Ewigkeit. Ihr könnt aber auch zum Beispiel, wenn ihr jetzt kein Monitoring-Tool habt, könnt ihr auch einfach das Event-Log überwachen. Es gibt verschiedene Einträge. 15.004 ist der Eintrag, wenn die Ressource den Status erhöht. Sieht dann so aus. Dann gibt es den Eintrag 15.005, wenn sich die die Last wieder zurückgeht, also wenn sie sich wieder normalisiert, bekommt man diesen Eintrag. 15.006, wenn der Speicherplatz knapp wird, gibt es auch einen Eintrag. Und 15.007, wenn die REM-Auslastung zu hoch ist, da habe ich leider keinen Screenshot. Das Gute ist ja beim im Event-Log, es ist relativ einfach, wenn man auf gewisse Events halt Aktionen zu setzen. Dann sage ich einfach auf diese Events, die ihr jetzt gerade gesehen habt, eine Aktion, send mir ein Mail, wenn dieser Event ins Event-Log geschrieben wird. Und dann hat man also ein Monitoring, man bekommt Mails. Praktische Sache. Also ihr müsst nicht immer, obwohl ich natürlich empfehle, Monitoring-Tools im Einsatz zu haben, damit ihr eure Umgebung überwachen könnt, aber es geht auch mit Bordmitteln. Was der häufigste Weg ist, wenn ihr kein Monitoring habt, wie ihr es erfahrt, ist in den Fehlermeldungen, die dann irgendwann die User euch schicken. Da steht nämlich dann drin, 452, 431, insufficient system resources. Wenn ihr per Telnet versucht, ein Mail dorthin zu schicken, werdet ihr auch die gleiche Antwort bekommen. Ihr selber wird dann das Mail nicht annehmen. Auch wieder mit diesem Backpressure.
im Zusammenhang mit Disk Space. Das Problem ist, dass diese Exchange-Platten immer größer werden und dass die Exchange überwacht eben seinen Platz und das, den freien Speicherplatz, und das passiert in Prozenten. Low to Medium 96%, Medium to High 99%, High to Medium 97% und so weiter. Wenn ihr jetzt eine Platte habt von 3 Terabyte an eurem Exchange, 4% davon, also wenn ihr von Low zu Medium geht, ist bei 122 Giga. Ja, bei 3 Tera 122 Giga frei zu haben, ist nicht mehr viel, das ist klar, oder? Aber es kann jetzt zum Beispiel sein, dass ihr dann sagt, okay, ich kann jetzt das Drive nicht sofort vergrößern, weil ich habe die Ressource nicht dazu. Dann gibt es noch die Möglichkeit, dass ihr einen Override macht und dann diesen Wert von Prozent auf Gigabyte setzen könnt. Beim Backpasser Override, ihr müsst zuerst einmal die Identity des Monitors auslesen, geht mit diesem Shell-Befehl. Dann könnt ihr euch anzeigen lassen, in diesem Beispiel haben wir jetzt da 3, die unhealthy oder degraded sind. Und die möchte ich jetzt gern einen Override dafür schreiben, also der Threshold anpassen von Prozent auf Gigabyte. Das geht mit diesem Befehl, add global monitoring override, dann bei item type, das ist ein Monitor, identity, das ist eben das, was wir vorher gesehen haben, könnt ihr dann dort eintragen, ohne slash server, kommt nachher gerade nach unten ein Screenshot davon, dass es besser sieht. Oder eben für die zweite, wenn wir uns das nochmal anschauen, das war die Ausgabe, die wir vorher gesehen haben, da haben wir einfach da am Schluss das DB, die DB entfernt und machen einen Override, weil das, was rot ist, sind die eigentlichen Monitore. Da gehen wir jetzt hin und sagen, okay, Property Value ist 10, das heißt am Schluss wird er erst wieder das nächste Mal schreien, wenn der Speicherplatz bei 10 GB angekommen ist. Also wir haben jetzt wieder 110 Giga, die er mal verwenden kann. Das, noch eine Information da hinten, das Apply Version. Wenn ihr das weglasst, dann stellt er automatisch nach ein paar Stunden das einfach wieder zurück. Wenn ihr die Apply Version hinzugebt, und das muss wirklich die genaue Bildnummer sein, die ihr im Moment installiert habt, das könnt ihr schauen, welches CU habt ihr, oder ihr könnt in Exchange 13, 16 oder 19 auch in der Verwaltungskonsole schauen, bei Server, da wird jetzt auch wirklich die Bildnummer angezeigt, das war bei 2010 noch nicht so. Wenn ihr die mitgebt, dann bleibt dieser Override zumindest bestehen, bis ihr das nächste Cumulative Update installiert. Aber die Idee davon ist sowieso ebenso für schnelle Lösung, mehr Zeit verschaffen und dann das Drive vergrößern. Was ihr noch machen müsst, ihr müsst noch den Service Microsoft Exchange Health Manager neu starten. Und wenn er dann nochmal schauen geht, dann sieht das ganze Spiel plötzlich so aus. Und alles ist wieder healthy. Jetzt, wenn euch das passiert ist und ihr habt euer Spamfilter, macht keine Zwischenspeicherung der Mails, die von extern gekommen ist, dann haben die Leute, die euch in dieser Zeit, wo der Transportdienst gestoppt war, Mails geschickt haben, die haben jetzt eine Unzustellbarkeitsmeldung bekommen. Das ist nicht schön. Dann wäre es schön zu wissen, wer hat alles versucht, mir eine Mail zu senden in dieser Zeit. Kann man relativ einfach machen. Ihr geht ins Message Tracking Log. Ja, es gibt keine grafische Oberfläche mehr dazu, ihr müsst PowerShell verwenden. 2010 haben wir noch eine schöne grafische Oberfläche gehabt, wo wir das Message Tracking anschauen konnten. Seit Exchange 2013 gibt es das nicht mehr. Wir müssen jetzt per Shell das uns anschauen. Mit diesem Befehl, get message tracking log, result size unlimited, recipient
Ihr könnt ein Recipient angeben oder ihr könnt auch zuerst Get, Mailbox, Result Sites, Unlimited, Pipe, Get Message Tracking Log machen. Dann sagt ihr, nach was suche ich. Also ihr könnt natürlich dann auch, also es macht dann natürlich Sinn, dass ihr noch Startzeit angebt, vielleicht auch eine Endzeit, je nachdem, wie lange es schon her ist, damit ihr nicht alles durchsuchen müsst, weil es gibt auch sonst Fail, oder? Und hinten sagt ihr noch, was interessiert euch, Event-ID muss gleich sein, gleich Fail sein. Und das ganze Spiel sieht dann so aus, in unserer Umgebung habe ich jetzt nicht viel gefunden, ich musste zuerst musste das provozieren, damit ich einen Fail bekommen habe. Aber so würdet ihr dann aufgelistet bekommen, welche Mails in dieser Zeit gekommen sind und mit Fail abgewiesen wurden. Und dann könnt ihr das den User geben und sagen, ja, schau mal nach, wer wichtig ist, kannst du ja nachfragen, was war denn. Oder? Gut. Noch ganz schnell. Wenn die Logplatte voll läuft. Ich habe gesagt, das führt zu großen Problemen, korrupte Datenbanken. Normalerweise ist es so, wir haben ein Backup, wenn das Backup erfolgreich war, dann werden die Logs gelöscht. Wenn jetzt aber das Backup Probleme macht und diese Logs nicht gelöscht werden, eine Option ist, ihr nehmt die DB offline, geht mit EC-Util schauen, ob sie in einem Clean Shutdown ist und löscht dann die Logs von Hand. Das Problem ist, in dieser Zeit, ihr müsst die DB offline nehmen, Postfächer, die in dieser DB sind, sind nicht verfügbar. Das zweite ist, ihr habt ein sehr hohes Risiko, weil auch hier wieder die rote Linie. Wir sehen, das sind fast 400 Files. Das, was blau ist, dürft ihr löschen, den Rest nicht. Also auch zum Beispiel E00.log, also ihr könnt nicht einfach sagen, alles was .log ist, will ich löschen. Wenn ihr nämlich dieses E00.log löscht und nachher versucht, die DB wieder zu mounten, dann sagt er, ich kann die DB nicht mounten. Also das Ganze ist eine Option, aber hat einfach sehr großes Risiko. Bessere Option? Fake Snapshot. Habe ich auch mal von einem Kunden bekommen, war sehr, habe ich vorher nicht gekannt. Ihr startet eine C&D, mit erhöhten Rechten natürlich, aber das machen wir sowieso immer, oder? Dann gebt ihr ein Disk Shadow. Dann fügt ihr die Laufwerke hinzu mit Add Volume, die Laufwerke, wo die Datenbanken drin sind, und das Laufwerk, wo die Logs drin sind. Dann sagt ihr, Begin Backup. Und weil es ein CMD-Tool ist, beginnt er noch nicht. Ihr müsst auch noch sagen Create. Okay? Das Create, das dauert dann ein Zeitchen, das geht nicht sehr lange, aber so ein, je nachdem, wie viele Logs das ihr habt, kann das mal, oder wie groß das die DBs sind und so weiter, oder die Drives, geht das von 30 Sekunden bis vielleicht 2 Minuten. Dann kommt ihr wieder ein Chroma-Prompt, sagt am Schluss End Backup, und dann geht ihr in das Log-Verzeichnis. Und dann geht es auch wieder so 1-2 Minuten und dann beginnen sich die Logs aufzulösen. Einfach im Kopf behalten, wenn ihr die Logs löscht und euer Server stirbt und ihr macht das Backup von gestern zurück, dann habt ihr die Mails von diesem Backup bis jetzt verloren. Wenn ihr die Logs aber noch habt, könnt ihr die Logs in das Backup, was ihr zurückgespielt habt, reinspielen und sind wieder auf dem aktuellen Stand. Also Logfiles löschen nur im Notfall. Logfiles sollten von einem Backup gelöscht werden, nachdem das Backup erfolgreich war. Gut, jetzt sind wir am Überziehen, das könnt ihr sonst nachschauen. Nein. Danke vielmals für eure Aufmerksamkeit. Dunkel.